Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr könnt es hören, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber wir schaffen das in diesem Video, ich bin mir ganz sicher. Heute habe ich nämlich ganz viele super leckere Rezepte für euch, für die Arbeit, für die Schule, für die Uni, also für unterwegs. Meal Prep Rezepte, die ihr schon im Voraus vorbereiten könnt, um sie dann in den nächsten Tagen mit zur Arbeit oder zur Uni nehmen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und den Daumen nach oben nicht vergessen. Das allererste, was wir zusammen machen, ist ein Tortellini-Salat, eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Dafür brauchen wir gekochte Tortellini, Cherry-Tomaten, getrocknete Tomaten, Mozzarella und für das Dressing Honig, Balsamico-Essig, Senf und grünes Pesto. Und mit dem Pesto fangen wir auch an. Die genauen Mengenangaben zu allen Rezepten findet ihr übrigens in der Infobox. Und ich mache ein ganz klassisches grünes Pesto mit Basilikum, Knoblauch, Pinienkern, Parmesan, Olivenöl. Alles zusammen in den Mixer geben. Richtig schön fein pürieren mit Salz und Pfeffer, abschmecken und würzen. Und absoluter Klassiker, aber geht einfach immer. Einfach super lecker. Und das wird dann für das eigentliche Dressing für den Salat aber nochmal verfeinert. Dann die Tortellini kochen, das habe ich schon gemacht. Ich habe Ricotta-Spinat-Tortellini gewählt. Und dann das ganze Gemüse natürlich klein schneiden. Für das Dressing gebe ich an das Pesto noch Balsamico-Essig, Honig und ein bisschen Senf. Das verleiht dem Dressing dann nämlich nochmal, ja, so einen besonderen Kick, als wenn da einfach nur grünes Pesto dran ist. Das ist eine Kombi, die schmeckt mir total gut und ich finde, das passt doch einfach richtig, richtig gut zusammen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Alles einmal gut durchmischen und dann ist das nämlich schon fertig. Als Snack habe ich mir hier so Waffelsticks mit Dip, mit Joghurt-Dip überlegt. Und wir machen erst einen ganz klassischen Waffelteig. Dafür brauchen wir Mehl mit Backpulver, geschmolzene Butter, Eier, Milch und Zucker. Wie gesagt, wir machen einen ganz einfachen Waffelteig, alles zusammen in die Küchenmaschine und zu einem glatten Teig verrühren. Und Waffeln, finde ich, ist nämlich etwas, das sich super fürs Meal Prep eignet. Da gibt es auch viele verschiedene Rezepte, auch herzhafte Rezepte mache ich auch gerne. Aber sind halt auch einfach ein super Snack für das gewünschte Nachmittagssüß, nenne ich es immer. Waffeln lassen sich nämlich super einfrieren. Ich mache das immer so, ich mache um jede einzelne Waffel dann so ein kleines bisschen Backpapier drum. Und dann friere ich das ein. Dadurch kann man sie nämlich einzeln rausnehmen aus dem Gefrierbeutel. Und dann kommen die einfach einmal in den Toaster. Dann sind die aufgetaut und wieder super schön knusprig. Und das liebe ich einfach total. Ich habe da aus einer Waffel so ein paar kleine Sticks geschnitten. Dann kann man die nämlich einfach dippen. Und da habe ich nämlich hier ganz einfach Naturjoghurt und das Ganze mit Agavendicksaft ein bisschen gesüßt. Und dann noch ein paar Vitamine dazu, ein paar gemischte Beeren. Der Tortellini-Salat wird auch abgefüllt und falls ihr euch fragt, was das für eine interessante Dose ist, die ich da habe, habe ich jetzt auch noch was für euch. Ich freue mich nämlich sehr, dass ich für dieses Video mit Monbento zusammenarbeiten darf. Bei Monbento bekommt ihr ganz viele tolle Bento-Boxen und ganz viel Zubehör dafür. Ich habe zwei wunderschöne Boxen hier, die beide in Frankreich hergestellt wurden und auch noch ein bisschen weiteres Zubehör. Ich habe hier nämlich einmal die MB Original Terracotta Recycled. Diese Dose ist nur aus recycelten Materialien hergestellt, lässt sich übrigens auch personalisieren, wie man hier sieht, finde ich auch eine ganz tolle Idee. Und die MB Original Boxen bestehen aus zwei Containern mit einem Deckel. So sind alle verschiedenen Gerichte super voneinander getrennt und die Boxen sind alle spülmaschinenfest, mikrowellenfest, sogar gefrierfest
Und die einzelnen Container lassen sich auch hermetisch abriegeln. Also da kommt nichts durch, da läuft nichts aus. Bei Momento bekommt ihr auch ganz viel praktisches Zubehör, wie beispielsweise dieses Besteckset. Außerdem gibt es beispielsweise auch noch diese kleinen Döschen für Salatsoße zum Beispiel. Oder auch eine Wasserflasche, die ich hier auch habe, wo ein halber Liter Wasser reingeht. Außerdem habe ich noch das MB Original Zero Waste Set hier, das, wie ich finde, super schön aussieht. Und da ist nämlich das Besondere, da habt ihr noch dieses Tuch mit dabei. Das könnt ihr um diese Box herumknoten. Dadurch könnt ihr die Box einfacher transportieren, sie ist nochmal geschützt und ihr könnt das Tuch beispielsweise als Serviette oder als Unterlage und benutzen. Schaut sehr gerne auf der Webseite von Momento vorbei. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Und wenn ihr da einkauft, nutzt gerne den Code PIAKATRINA10. Damit könnt ihr 10% bei eurem Einkauf sparen. Als zweites habe ich ein Halloumi-Bagel für euch und als Snack ein ganz klassisches Hummus mit Gemüsesticks. Und der Bagel ist sau lecker, mal ganz ehrlich. Dafür braucht ihr ja ein Bagel, Spinat, Gurke. Ich habe Tomatenfrischkäse selber gemacht mit getrockneten Tomaten. Ihr braucht natürlich Halloumi und ihr braucht Kräuter. Ich habe hier getrockneten Rosmarin und frischen Thymian. Im allerersten Schritt habe ich den Halloumi in schmale Scheiben geschnitten. Der wird nämlich so ein bisschen mariniert. Einfach in Olivenöl das Ganze einlegen und dann die Kräuter dazu. Das reicht so ein paar Stunden im Kühlschrank. Ich würde jetzt mal so 2-3 Stunden sagen im Kühlschrank. Guckt nur, dass das auch wirklich gut bedeckt ist mit Öl. Und hinterher wird der Halloumi angebraten. Aber vorher machen wir die Frischkäsecreme. Auch ganz simpel, Frischkäse mit getrockneten Tomaten in den Mixer. Das kann man so fein oder so grob machen, wie man möchte. Ich habe so ein bisschen gröber gelassen. Der Frischkäse wird dann auf beide Hälften vom Bagel bestrichen, damit das Ganze nicht zu trocken wird. Und dann kommt da erstmal der Spinat drauf. Ich hätte am liebsten Babyspinat gehabt, den habe ich aber leider nicht bekommen. Deswegen ganz normaler Blattspinat. Und wenn der genug mariniert hat, dann kommt der Halloumi einmal kurz in die Pfanne, wird von beiden Seiten so ein bisschen angebraten, bis er ja eine ganz schöne geröstete Farbe hat. Das kommt dann auf den Bagel drauf, noch die Gurke da drauf und fertig. Und das muss ich sagen, ist so mein kleiner heimlicher Favorit in diesem Video. Das Ganze ist nämlich super lecker, aber dabei auch so einfach zu machen. Und es ist halt einfach nochmal was ganz anderes als so ein 0815 Käsebrot, das man mit ins Büro nimmt. Es ist was ganz Besonderes und super gesund dazu auch noch. Dann geht's ans Hummus. Dafür braucht ihr weißes Tahin, Kichererbsen, eine Zitrone, ein bisschen Wasser, Olivenöl, Knoblauch und zum Würzen Kumin und Salz natürlich. Es ist auch ein ganz klassisches Rezept, was ich jetzt hier gemacht habe, also nichts Besonderes. Ich habe allerdings bei der Zubereitung angeblich, wenn man nicht direkt die Kichererbsen mit rein macht, soll das Hummus nochmal ja viel cremiger werden. Deswegen wird erst so ein bisschen das Wasser mit dem Knoblauch und der Zitronensaft gemixt und dann kommt das Tahin dazu und dann erst die Kichererbsen und die Gewürze. Muss aber sagen, dass ich da jetzt keinen großen Unterschied festgestellt habe. Das Ganze wird logischerweise fein püriert. Fertig ist auch schon, ja, der Hummus, super lecker, super simpel und aber auch richtig gesund. Ich habe das in das kleine Döschen gegeben und dann noch Gurke und Möhre in Sticks geschnitten und dazugegeben. Und der Bagel kommt dann in den anderen Container. Wie gesagt, ganz easy, aber einfach nochmal, ja, lecker, gesund und einfach auch so ein bisschen was Besonderes fürs Büro, wie ich finde. Thank you.
Und die dritte Box, die ich gemeinsam mit euch mache, ist mit einer Tomatenquiche als Hauptmahlzeit. Und dazu gibt es einen ganz lecker leichten Couscous-Salat. Und als Snack habe ich so Kokosnuss-Blissballs gemacht. Für die Quiche machen wir einen Mürbeteig. Ich habe dafür Vollkornmehl und ein bisschen Backpulver genommen. Dann brauchen wir Butter für den Teig. Und für die Füllung brauchen wir Eier, Tomaten, Frischkäse, Reibekäse. Und gewürzt wird das Ganze mit getrocknetem Thymian und ein bisschen Muskatnuss und Salz und Pfeffer natürlich. Mürbeteig, wisst ihr, es ist nicht mein Lieblingsteig, aber ja, so schwer ist es ja nun auch nicht. Ich lasse einfach immer meine Küchenmaschine die Arbeit machen und während die arbeitet, habe ich schon mal die Springform eingefettet. Und wenn der Teig so aussieht, hole ich den raus aus der Maschine und knete das Ganze nochmal durch und lege damit dann den Boden aus von der Springform und ziehe das auch so ein bisschen den Rand hoch. Also mit glatt ausrollen und so komplett rein in die Form legen, klappt bei mir leider nie. Das ist immer so ein bisschen, ja, muss immer so ein bisschen Mosaikarbeit bei mir immer. Der Boden wird dann noch mit einer Gabel ein paar Mal eingestochen und dann können wir uns nämlich auch schon um die Füllung kümmern. Und als allererstes schneiden wir dafür die Tomaten in Scheiben und dann schichten wir die nämlich einfach direkt auf den Teig. Dann geht es nämlich auch an die Eier, die werden verquirlt zusammen mit dem Frischkäse und den Gewürzen und dem Reibekäse. Alles schön glatt miteinander rühren, nochmal ja, zusehen, dass auch wirklich genug Salz dran ist, weil das finde ich ist immer ja, ganz blöd, wenn an so einer Quiche einfach nicht genug Salz an der Füllung ist, dann schmeckt es halt einfach leider nicht so gut. Deswegen darauf achten, dass ihr ordentlich salzt. Und dann kippt ihr das nämlich einfach, wenn ihr das schön glatt gerührt habt, über die Tomaten, so verteilt sich das so ein bisschen. Und dann kommt die Quiche für ca. 40 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und dann geht es an den Couscous-Salat. Auch der ist wirklich super simpel. Ihr braucht, also ich habe dafür Couscous genommen, Cherrytomaten, Paprika, Gurke, ein bisschen Frühlingszwiebel und als Dressing nehme ich nämlich einfach nur Zitronensaft und Olivenöl. Als Couscous könnt ihr entweder Instant Couscous nehmen. Ich habe das nie hier. Ich habe immer welches da, das über gedämpft wird über Wasser. Und da habe ich dann auch nochmal ordentlich, schon vorher ordentlich Olivenöl rangegeben, dass das wirklich nicht zu trocken wird. Ihr wisst, ich habe es gerne einfach und simpel, aber lecker. Und das ist dieser Salat nämlich auch. Achte nur darauf, dass das ordentlich gewürzt ist, auch mit Salz und Pfeffer. Und wenn man dem Ganzen nochmal eine besondere Note geben möchte, kann man auch ein bisschen getrocknete Minze da reinreiben. Habe ich hier jetzt nicht gemacht, weil ich fand, das hat nicht so gut zu der Quiche gepasst, von den Gewürzen her, vom geschmacklich. Aber das ist auch ein sehr schöner Sommersalat. Und dann geht es auch ans letzte Rezept, nämlich an die Kokos Bliss Balls. Dafür brauchen wir Mandeln, Cashews, Datteln, die ich schon in Wasser eingeweicht habe. Außerdem Haferflocken, Kakaopulver und Kokosraspel. Auch hier ist es super einfach. Ihr gebt die Zutaten außer den Kokosraspeln alle zusammen in einen starken Mixer. Das ist halt wichtig, dass der nicht den Geist aufgibt, weil meiner war nämlich so kurz davor, die Haferflocken hat er einfach nicht mehr ganz gepackt. Die habe ich dann ja so, ich habe da nicht ganz alle Haferflocken dazugegeben und habe sie dann ganz gelassen, habe die dann so da untergemischt.
Aber einfach alles zusammen in den Mixer und möglichst fein pürieren. Dann habt ihr eine Masse, die sich ganz einfach zu Bällchen formen lässt. Und diese Bällchen wälzt ihr dann in Kokosraspeln. Und dadurch habt ihr einen reichhaltigen, süßen, gehaltvollen, aber auch gesunden Snack. Und ich finde, diese Bliss Balls sind wirklich super erstmal vorzubereiten. Die halten sich nämlich ganz gut im Kühlschrank. So eine Quiche übrigens auch für mehrere Tage. Also da hat man dann auch für ein paar Tage vorgesorgt, genauso wie der Couscous-Salat. Das ist eine Kombi, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, weil ihr mich damit ganz toll unterstützt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsrezept aus diesem Video ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Hoffentlich mit normaler Stimme. Bis dann.